Hey, hallo Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Pineview Drive. Ja, wir sind jetzt an Tag 5 und wir legen auch direkt los. Ich bleibe diesmal im Haus. Es sei denn, ich bekomme keine Türen auf. Ich gehe direkt mal nach oben, solange es noch hell ist. Vielleicht wäre es eine Idee, die Lichter anzumachen. Mich würde es nämlich interessieren, was es sonst noch gibt, außer angekackte Dächer. Naja, das können wir mittlerweile. Das macht mir auch nicht mehr so eine Panik. So, ich will wissen, ob es vielleicht eventuell hier irgendwas noch gibt. War das hier nicht sogar der Raum, wo die Alte hangt? Also, wo ich davon ausgehe, dass hier jemand hangt. Hier will ich nämlich wissen, ob hier noch eine Tür oder sowas ist, aber. Oh, sogar ernsthaft. Aber kein Schlüssel dafür. Batterien haben wir noch genug? Es ist windig. Na gut. Ja, ich will jetzt eigentlich ganz kurz nur mal wissen. Ich muss bestimmt wieder, also es scheint ja jetzt irgendwie in dem Spiel so Mode zu sein, Sachen zu triggern. Ne, von hier komme ich. Und ja. Das geht auch nicht. Moment. Nee, ich dachte gerade, das wäre eine der beiden Damen gewesen, die wir an der Tür gesehen haben im letzten Part. Ey, das war geil. Ich habe mir das ja in der Aufnahme nochmal angeguckt, was passiert ist. Ich habe mir voll umsonst in die Hosen gekackert. Weil das ging ja eigentlich, also im Verhältnis. Sie ist einfach nur weggeploppt. Aber es war in dem Moment echt ein fieser Thrill. Also das muss ich dazu sagen. Das war nicht so geil. Ja. Naja, so ist das Leben, ne? Ne, von hier komme ich ja, oder? Hier habe ich ja angefangen. Ja, genau. Ah, ich bin in die Tür gerannt. Aua. Aua. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. So. Schlüssel, irgendwas? Nö. Man muss sich ja alles angucken. Jetzt wäre es natürlich lustig gewesen, wenn ich nach draußen hätte gehen müssen. Aber mal sehen. Hier ist auch nichts Neues. Nö. Ups. Aber ich mache hier in der Halle auf jeden Fall das Licht an, weil das ist richtig uncool. Na. Na. Jetzt funktioniert gefällig, sag mal. Woher kamen die denn? Wo? Das hätte mich umbringen können. Ist das eine Scheiße? Ist das eine Scheiße, ey? Naja. Streichhölzer brauche ich nicht. Batterien brauche ich auch nicht. Eine Gitarre brauche ich, um mich zu beruhigen. Da fällt mir gerade ein, ich müsste mal weiter meine Gitarren-Skills verbessern. Also im echten Leben. Ihhh. Was zum Geier ist das? Was zum Geier? Der Baum kommt durch meinem Haus. Ich bin der Baum vor deinem Haus. Ah, wenn du mich siehst, dann grüß mich mal. Ich gehe mal nochmal nach oben. Einfach so, um zu gucken, ob es vielleicht eine der Türen ist. Naja. Aber das war jetzt gerade mies mit den Schwertern. Vor allem, ich wusste echt nicht, von wo das kommt. Das fand ich so ein bisschen mies. Hallo. Ja, du bist auch so ein Psst. Das erschreckt mich gar nicht mehr so. Dieses Psst. Ich frage mich, ob mich das irgendwie leiten will. Würde mich ja mal interessieren. Nee. Das ist noch nicht so. Mir ist mal aufgefallen, wenn ich das Spiel spiele, fängt mein linkes Bein an zu zittern. Das ist richtig mies. Dass man immer in die Dunkelheit so ein bisschen rennt, ist auch nicht so nett. Ja, dann muss die Tür irgendwie unten sein. Dam, dam, dam. Na, will wieder jemand klingeln oder mich anrufen oder. Scheiße.
Also das wird auch ziemlich kritisch, wenn irgendwas hinter diesen Glastüren steht dann im Haus. Nee, das ist immer noch nicht der richtige Schlüssel. Aber vielleicht liegt hier noch was? Nö. Na, das Geräusch finde ich auch gerade nicht so prägend, was hier gerade kam. Ich habe immer Angst, dass man das in der Aufnahme nicht so richtig hört. Aber ich habe ja festgestellt, dass man... Ah! Es sogar sehr gut hört eigentlich alles. So. Die ist verschlossen. Das hier ist... der Scheißraum mit der Aschi. Hier geht es ja auch noch weiter. Ich weiß nicht, ob hier nur eine Tür war. Ich glaube aber eigentlich eher weniger. Nö, Batterien. Nichts. Nichts. Wäschekorb. Wer weiß. Mir wurde übrigens gesagt, dass ich extrem wenig Energie verliere im Vergleich zu manchen anderen Leuten. Ja, ich habe Nerven aus Stahl, Leute. Ich bin nämlich voll geil und so. Nee, aber wartet mal. Wo ist denn jetzt eigentlich dieser eine Raum? War der unten? Es gibt doch einen Raum, wo schon seit Ewigkeiten eine Tür ist, die wir noch nicht aufgekriegt haben. Ich weiß aber nicht, ob ich das hier schon probiert habe. Nee, habe ich schon probiert. Ja, dann muss ich hier raus. Bleibt mir gar nichts anderes über. Aber da draußen gibt es so nur zwei Türen. Oh, ich will im Dunkeln nicht raus. Aber naja, gut. Es geht ja eigentlich von der Dunkelheit her. Ich weiß nicht, ob es auch in der Aufnahme so ist. Das finde ich geil, dass man das, dass man die Lichter so sieht. So von draußen. Na. Wohl wurde was getriggert? Wurde ich mit was beworfen? Wer wirft hier mit Sachziegeln, ey? An dem Brunnen wollte ich ja sowieso schon eine ganze Weile mal. Ach, jetzt kriege ich gerade übelst Gänsehaut, weil ich gerade an was denken musste. Ich musste gerade an das Vieh denken. Das stand ja... Boah, das ist geil. Ja, ich weiß nicht, das Spiel ist zwar so unheimlich, aber auf eine andere Art finde ich das Spiel so geil. Das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, ich finde das richtig geil. Naja. Nee, dieses Spiel, was das auslöst, ey, geil. Einfach nur, naja. Ja, lass mich auf den... So, jetzt bin ich verwirrt. Gibt es noch mehr Türen? Also ich glaube, draußen gibt es... Also hier draußen gibt es jetzt keine Türen mehr. Habe ich denn alle drin schon auf? Also die jetzt auf... Habe ich irgendwas übersehen oder vergessen? Vielleicht sollte ich nochmal nach oben. Mit dem Schlüssel, den ich gerade bekommen habe. Ich weiß es nicht. Wovor ich ganz panische Angst habe, sind übrigens die Statuen so ein bisschen. Ich habe immer Angst, dass sie sich anfangen zu bewegen. Und dann sagen, hey, komm in meine Rahmen. Und kann es sein, dass das Spiel immer schlimmer wird, umso länger man für den Tag braucht? Nur mal so ganz nebenbei. Ah, Moment, mein Auge juckt. So ist es besser. Mal schön mein Auge rausgekratzt. Ich gehe nochmal nach oben. Nachher werde ich in der Aufnahme wieder feststellen, oh, du bist so doof, Andy. Warum hast du es nicht gleich so gemacht? Ich weiß nicht, ob wir oben waren. Schon. Ich habe keine Ahnung und ich renne auch mehr durch das Spiel. Ich will hier weg. Nein, das liegt doch daran, ich bin so ein bisschen in Zeitdruck. Ich will unbedingt heute das noch hochladen. So, erstmal die hier vorne. Okay. Ach, das ist ja die, die wir schon hatten. Okay. Taschenlampe auf Doom. Taschenlampe auf Doom. Bilders. Lichters. Lichtschalter zwischen den Türen finde ich ja auch ganz scheiße. Für was ist die jetzt? Ja, okay. Nein. Ja. Schlüssel ist nicht so geil. Vor allem da das... Da ich hier keine Dings habe. Kein Lichtschalter.
Lass mich wieder raus. Okay, das war jetzt ein bisschen billig. Aber na gut. Manchmal ist das Leben billig. Ich will, bevor ich mir den Hinweis hole, kurz... Hier ist auch nochmal eine Tür. Ist geil. Okay. Nochmal ein Schlüssel, der mal übelst fies versteckt war. Okay. Das hier scheint aber ein Kinderzimmer zu sein, was ich überhaupt nicht geil finde. Es gab ein leichtes Gewitter. Es kann einem schon unheimlich sein in diesem großen Haus. Mach das Licht aus! Stromverschwendung hier! Puh. Tag 6. Und es wird mieser. Von der Musik her auf jeden Fall. Ich tu's nie wieder! Oh nein, den ganzen Tag so gut überstanden und dann... Hatte das jetzt was mit der Spielung zu tun oder einfach generell, weil ich... Oh, okay, Leute. Oh. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Also bis morgen. Tschüss.